Hallo allerseits, herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Ja, ihr habt es sicher schon gemerkt, heute sind wir leider wieder nicht live. Das liegt daran, dass Rui nicht in Hamburg weilt und ich auch unterwegs bin und auch noch Husten habe. Aber wir haben uns was ausgedacht. Heute wird es interaktiv. Also, wenn ihr euch jetzt hier einfach mal alle es euch gemütlich macht vor euren elektronischen Hilfsmitteln und mit uns durch die Woche reist, dann kann euch das tatsächlich Spaß machen. Hallo da draußen, ihr habt schon gemerkt, ne? Elektronische Hilfsmittel sind heute vielleicht gar nicht so blöd. Und wenn Kirsten ausgehustet hat, na, sie hat gesagt, wenn der Rui hustet, huste ich auch, was ja toll ist, fangen wir an. Das machen wir. Wir laufen jetzt schon auf die zweite Maiwoche zu. Die erste liegt hinter uns. Wir befinden uns aber noch in der Stierzeit, wenn ich gleich mal auf die Astrologie kommen darf. Und im Stier tummelt sich gerade so einiges. Wir haben dort den rückläufigen Merkur. Wir haben dort den Uranus natürlich schon seit Ewigkeiten. Und auch der aufsteigende Mondknoten, der durch die letzte Mondfinsternis kombiniert mit Vollmond am Freitag stark angekickt wurde, der verweilt dort. Also alles konzentriert sich gerade auf die Stierzeit und wir haben auf der anderen Seite dann noch die beiden sehr persönlichen Planeten Mars und Venus, wo es ja um unsere Durchsetzung geht, aber auch um das, was wir gerne haben möchten im Leben, im romantischen Krebszeichen. Also es ist sehr, sehr viel weibliche Energie gerade in der Luft. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute auch mit Karten arbeiten, die das Weibliche hochleben lassen. Unbedingt. Aber bevor wir dazu kommen, astrologisch gesehen ist in dieser Woche, wie sage ich immer so schön, nicht so wahnsinnig viel los. Aber immerhin haben wir eine wichtige Sache am 13.05. Das ist der Sonnabend, wenn ich richtig Richtig, rechne. ja. Und am 13.05. da haben wir ein Venus-Trigon Saturn. Wir hatten jetzt gerade um den Vollmond herum, schaut euch bitte gerne nochmal die Videos an, die wir dazu reichlich gemacht haben. Eine Zeit, in der es ganz schön so hakelig war, in der wir Gefühle vielleicht loslassen mussten, um neue, frische Gefühle entwickeln zu dürfen. Und dieses Venus-Saturn-Trigon ist immer was sehr Schönes, kann uns helfen, jetzt die Gefühle, die wir in der Zwischenzeit neu gefunden haben, zu denen wir auch wirklich von uns selbst heraus stehen können, ja, zu manifestieren und in die Welt zu bringen. Und das ist ganz besonders wichtig für die Krebse, aber auch für die Fische. Ja, das ist das, was ich astrologisch loswerden muss heute. Roy hat schon einen Spirit Guide bereitgelegt und alle, die brav sich immer die mantische Mittagspause anschauen, die kennen dieses Deck schon. Ich habe es nämlich letzte Woche geunboxt. Es ist das Witchcraft Frühlingsorakel aus dem Irisana Verlag. Ich finde die Rückseite sehr schön. Ja, die liegt ja auch schon dort Ja. direkt. Aber ich finde sie trotzdem, also ich finde diese Hautflügler, die da drauf sind, das sind Bienen. Ich finde die ganz toll. Genau, und ich rutsche hier noch mal ein bisschen her, dass du noch ein bisschen Ja, nee, Ruhe. es geht, es Ja, ist das geht gut so ja. für Ja, dich? es ist super. Okay, gut. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Film ab. Was haben uns die Karten als Richtlinie für die kommende Woche zu sagen? Opfergabe. Opfergabe ist für mich eine ganz schöne, tolle Karte. Ich lege sie vielleicht ein bisschen gerader hin. Ja, danke. Wir sehen hier eine Person, die zwischen den drei Mondpositionen handeln muss. Und mich erinnert sie ein bisschen an das Legesystem der Hohen Priesterin. Ja, da geht es ja auch um unsere Mondpositionen, um unsere Aufbruchstimmung. Und man sieht, diese Opfergabe, die kommt aus uns selbst. Die gibt uns auch in der kommenden Woche die Chancen, mit der Kraft dieses tollen Vollmondes, unter dem wir ja im Moment auch stehen, Neues zu machen. Vielleicht auch, wie wir es gestern in unserer
Drei-Nornen-Ausgabe auch immer wieder gezeigt und gezeigt haben, aufgrund der Karten, der Runen, die wir ziehen durften, dass so viele Chancen, so viele Möglichkeiten sind. Und ich glaube, das ist jetzt Thema der nächsten Woche. Ja, wenn du sagst gestern, dann müssen wir dazu sagen, dass wir das am Freitag aufnehmen. Also wir sind noch kurz vor Vollmond und ich finde, das passt wirklich sehr, sehr Ja, das gut zu ist so diesem geil. Vollmond, der ja auch noch mit einer Finsternis verbunden ist und bestätigt mich nochmal in dem, was ich gerade astrologisch gesagt habe. Also es geht darum, Hast etwas recht, ja. aufzulösen, loszulassen, zu opfern. Und es ist ein magisches Gesetz, dass man eine Sache opfern sollte, um etwas Besseres im Leben zu bekommen. Das stimmt und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, ich habe was geopfert und habe was Besseres dafür bekommen. Ich hoffe, du spielst auf mich an. Und ich finde diese Darstellung von dieser Erdkugel, die wie ein Vulkan eigentlich ist und der so das Magma, das da drinnen brodelt, das da rausschlagen kann, genial. Einfach genial. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gut, ihr Lieben, dann ist es Zeit, nun durch den Tierkreis zu reisen. Und das machen wir in fast bewährter Manier. Ihr möchtet sicher erst einmal wissen, für welches Deck wir uns entschieden haben. Jawohl. Und da habe ich hier wieder mal die Verpackung. Es geht heute um das Tarot der weisen Frauen. Ein Geschenk, das uns die liebe Larissa gemacht hat und worüber ich mich immer noch sehr freue. Und es ist ja ein sehr interessantes Deck, wie ich finde, mit dem wir sicher gut arbeiten können. Ich versuche dich immer noch so ein bisschen von dem Ouroboros zu Nee, befreien. nee, lass das, der gefällt mir. Und was ich auch so dankbar bin, diese Rückseite, ne? Sonst hat man immer so Rückseiten, die man mit bei Aufnahmen schlecht zeigen kann, weil dann irgendetwas sich verspielt. Aber diesmal haben wir dieses wunderbare Glück. Ja, und wir haben ja gesagt, heute wird es interaktiv. Wir haben uns etwas vorgenommen. Und zwar werden wir das so machen, wie üblich, zeige ich euch kurz die astrologischen Themen der einzelnen Tierkreiszeichen auf. Dann wird Rui die Karte enthüllen und dann schweigen Rui und ich 30 Sekunden. In der Zeit könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn glaubt, was die Karte bedeuten könnte. Und erst dann wird Roy das Geheimnis auflösen. Ja, Also, wir sind sehr gespannt, wie das das klappt. hat mir dieser Skorpion Vollmond, um es mit Larissa zu sagen, gegeben. Gut, dann richte ich mal alles ein, dass wir starten können. Und dafür brauchen wir natürlich einerseits die Tierkreiszeichen, andererseits brauchen wir die berühmte Glocke. Und dann geht es auch schon los mit dem Stier, denn der Stier hat Geburtstag und du hast es schon gehört, lieber Stier. Ups, das ist etwas, was nicht passieren sollte. Es dauert jetzt einen ganz kleinen Moment, bis ich das wieder alles hier gemacht habe, wie ich das möchte. Wartet bitte. Ihr könnt euch in der Zeit unterhalten und Euch gegenseitig einen schönen Tag wünschen genau, und einfach mal schauen, wie das oder Wetter einfach ist. in tief erdverbundener Kontemplation schweigen. Genau. Also, jetzt bin ich soweit. Liebe Stiere, ihr habt es gehört. Für euch ist gerade eine sehr wichtige Zeit. Ihr seid eigentlich in der wichtigsten Zeit eurer Geburtstagszeit und durch diesen Vollmond, der natürlich mit euch ganz viel zu tun hatte, weil die Sonne im Stier stand. Und dadurch, dass so viel gerade im Stier los ist, einerseits will Uranus nach vorne, andererseits will Merkur gerade euch dazu anregen, doch nochmal Dinge zu überdenken, müsst ihr gerade es aushalten, in so einer Brems-Durchstarte-Energie zu stecken. Dass eure Herrscherin Venus am Sonntag, also heute, gegen Nachmittag, es war so gegen 16 Uhr, in den Krebs gereist ist, das unterstützt euch. Es gibt euch viel positive, liebevolle Energie. Ihr dürft gut zu euch sein, ihr dürft auf euch achten und einfach auch genießen. Dazu habt ihr gerade die Erlaubnis. Und Rui wird nun die Karte enthüllen, um die es geht.
Ja, liebe Stiergeborenen, liebe Geburtstagskinder, das ist eure Karte. Die 8, der großen Arcana, die Stärke, die Power, und wir sehen hier, wie ihr eigentlich etwas macht, was euch gar nicht so entspricht, nämlich auf einen Löwen reiten, ihn ganz frech am Schwanz ziehen und zeigen, das ist unsere Power, das ist unsere Kraft, damit können wir wunderbar umgehen. Und diese Power, diese Kraft, die gibt euch für die kommenden Tage die Erlaubnis, all das umzusetzen, was euch gerade in eurer Freude, in eurer emotionalen Power Freude beschert und schafft. Und ich glaube, es gibt ja nichts Schöneres für ein Geburtstagskind, als wie wenn es hergehen kann, um seine Kraft voll auszuschöpfen, um seine Stärke voll zu repräsentieren, um mit diesen wunderschönen zwei Schlangen auf dem Uroboros-Stab, völliger Quatsch, das ist der Uroboros-Stab, sondern das ist der Caduceus-Stab. Hab's gerade noch gemerkt, völliger Quatsch. Aber ihr wisst ja, weil das vorher, Kirsten wollte mich aus der Schlange rausbringen, der Caduceus-Stab. Den hält ihr in der rechten Hand, Hinweis darauf, dass ihr mit eurer Klarheit, mit eurer Geradlinigkeit hier unendlich, ja, die Unendlichkeitsschleife, die habt ihr über eurem Kronenchakra und darüber die Sonne. Also das ist all Hinweis auf eure Power, auf all das, was in euch steckt. Ja, und was ihr umsetzen sollt, unbedingt umsetzen sollt. Ja, ich finde auch, wenn wir nochmal zu dieser Opfergabe kommen, die du gezogen hast, ne? Ich opfere etwas und dann kann ich kraftvoll durchstarten. Ja. Ich finde es eine sehr schöne Karte, die halt auch zeigt, dass ihr gerade wirklich ein ganz wichtiger Mittelpunkt seid, um etwas in irgendeiner Form umzusetzen. Sehr, sehr spannend. Finde ich toll. Ist eine wunderbare Geburtstagskarte. Genießt es. Denn dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Ganz genau. Die Zwillinge, die haben zurzeit ein wenig Leerlauf. Ihr hattet ja auch richtig viel Energie in eurem Zeichen. Mars war Ewigkeiten dort. Venus ist nun durch euer Zeichen gelaufen. Aber sie hat euch vor wenigen Stunden verlassen und jetzt steht euer Zeichen ganz alleine da. Für euch bedeutet das, dass ihr ein wenig zur Ruhe kommen könnt. Vor allem auch, weil euer Herrscher Merkur immer noch rückläufig im Stier ist. Also geht es ruhig an in der kommenden Woche. Ihr könnt damit rechnen, dass ab dem 15. Mai, wenn Merkur wieder direktläufig wird, bei euch die Post abgeht. Aber in der kommenden Woche bleibt gelassen, bleibt ruhig, arbeitet Dinge auf, die liegen geblieben sind. Und dann wird es euch sehr, sehr gut gehen. Hui wird jetzt die Karte enthüllen, die damit zusammenhängt. Ja, diesmal haben wir in Ruhe uns auf die Karten eingestimmt. Brech nicht nochmal, habe ich vergessen. Fünfter Stäbe. Kirsten hat es gesagt, es ist Ruhephase. Es ist ja fast so Blockade-Moment, aber es ist auch der Moment des Messens, des Moments herzugehen und zu zeigen, was ich bis anhin gelernt habe, um daraus zu partizipieren, um zu zeigen, schaut mal her, nicht mein Stab ist der längste, sondern was ich für Techniken mit dem Stab umsetzen kann. Und ich finde ja, die Person, die hier mit zwei Stäben wunderbar die anderen drei in Schach hält, die hat natürlich die Technik draußen und dann brauche ich gar nicht vier andere. Ich kann auch mit zwei Stäben
all die anderen blockieren. Ja, es geht ein bisschen darum, Kuddelmuddel zu ordnen, ne? Und ja, das passt ja zu dem, dass ihr Sachen nacharbeiten sollt, aufarbeiten sollt. Von daher kann ich viel mit anfangen. Und dafür brauchst du ja auch die Ruhe, ne? Ja. Denn in der Ruhe bringt man in der Regel am meisten vorwärts. Ja, das ist vor allem eine Lektion, die die Zwillinge gerne lernen können. Ja, wenn sie denn wollen. Ja, liebe Zwillingsgeborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Sehr, sehr schön. Nun kommt der Krebs an die Reihe. Und liebe Krebse, ich hoffe, ihr habt euch gut von dem intensiven Vollmond im Skorpion erholt. Eigentlich müsstet ihr euch Kraft gegeben haben, denn er hat ja in einem Wasserzeichen stattgefunden. Aber so eine Mondfinsternis, die kann für euch mal ganz schön ruckelig sein. Dann war auch noch der Mars in eurem Zeichen, hat euch aufgefordert, ein bisschen Gas zu geben in eurem Leben, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt ist auch noch Venus bei euch und das macht euch natürlich noch romantischer, als ihr gewöhnlich seid, sehnsüchtiger. Und vielleicht ist es für euch jetzt wirklich an der Zeit zu sagen, da habe ich reelle Chancen in Sachen Sehnsucht, da mache ich jetzt ein paar Akzente. Oder aber es ist an der Zeit zu sagen, ich komme da einfach nicht weiter, auch egal wie sehnsüchtig ich bin, ich lasse los. Und ich bin sehr gespannt, ob dies sich auch in den Karten, in der Karte widerspiegelt, die Rohe für euch gezogen hat. Hier der Stäbe. Ja, liebe Krebsgeborenen, wir befinden uns immer noch im Feuerelement, wie auch die Zwillinge vor euch. Und wir haben allerdings jetzt nicht mehr mit einem Kuddelmuddel zu tun, sondern mit Ordnung, mit Struktur, mit Yin und Yang, mit weiblich-männlich, mit auch der Zukunft, nämlich mit dem Kind. Und wir sehen hier eigentlich so die traute Familie, das Glück, ne? Es hat schon Nachwuchs gegeben, es ist auch ganz klar, wer wo seine Strategien hat, ne? Die Frau im Haus, der Mann außer Haus und damit das liebe Vieh nicht zu kurz kommt, auch ein Hund im Hintergrund, also all das, was eigentlich zur freudigen Familie zusammengehört und die beiden sind in trauter Umarmung. Also die wissen, was sie aneinander haben, die freuen sich auch, dass sie einander haben, sie sind beide toll und schick gekleidet, also ich würde fast sagen Oberschicht oder obere Mittelschicht. Und sie können sich auch ob ihrer Straightness, ob ihrer Zielgerichtetheit, ob ihrer Klarheit freuen, denn sie haben Palmblätter, wenn ich das richtig erkenne, auf ihrer Karte dabei. Und das ist für mich so der Hinweis, hey, wir haben alles richtig gemacht, die Burg im Hintergrund zeigt uns, dass es gut war, denn wir haben unser Haus ordentlich bestellt. Ja, ich finde auch, dass das, die Karte dargestellt ist, ja ganz anders als in vielen anderen Decks, wirklich so dieses Entscheidung ist. Ne? Es ist eine romantische Szene, aber es ist auch wirklich so ein, welchen Weg gehe ich denn jetzt, welchem. Ich bin dann noch so verhangen mit diesem Menschen, aber da ist auch ein Kind, das mich direkt anschaut. Mhm. Also gehe ich jetzt hier raus aus einer Situation oder bringe ich diese Situation in Bewegung? Das sind so Fragen, die ich mir stelle, wenn ich mir die Karte ansehe. Doch, ich glaube, du hast gar keine andere Möglichkeit, denn durch das Kind ist schon die Aufforderung da, geh in die Zukunft. Verharre nicht, wenn es nur die zwei da wären, ohne Kind, würde ich sagen, ah, wie schön, Friede, Freude, Eierkuchen, bleib, wo du bist. Nee, ich finde, diese Karte zeigt den Krebsen, brecht auf, verharrt nicht im Hier und Jetzt, weil es so schön ist, sondern geht los. Oder verharrt vor allem auch nicht in der Vergangenheit, denn das ist ja auch etwas, was das ist wär noch viel, wär noch viel schlimmer, weil dann kommst du nie in die Pötte.
Ja, Niedebötte, schönes Wort. Das waren nämlich unsere Worte für euch und die kommenden Tage für all die in Tierkreiszeichen Krebs geborenen. Der Löwe ist dran und liebe Löwen da draußen, für euch hat sich noch nicht viel verändert. Die Sonne, eure Herrscherin, reist weiter durch den Stier. Für euch ist das ganz angenehm. Das bringt euch auch ein bisschen in die Ruhe. Und ihr habt es ja gehört, die nächsten 7 Tage sind eher ruhig. Der Jupiter reist durch den Widder. Und das ist für euch auch angenehm, denn Jupiter ist ja der, wird manchmal der Glücksplanet genannt, aber auf jeden Fall gibt er viel Energie und Kraft. Und da er durch ein Feuerzeichen läuft, ohne direkt über in eurem Zeichen zu sein, ist es eine sehr angenehme, nicht allzu obsessive Energie, die ihr ausnutzen könnt, um Pläne zu schmieden für das, was kommt, wenn, ja, wenn Merkur wieder direktläufig ist oder wenn nach und nach die Planeten dann auch zu euch reisen werden. Demnächst wird ja Mars zu euch kommen. Das wird sicher eine spannende Zeit. Venus wird in diesem Jahr rückläufig in eurem Zeichen, aber erst so Richtung August, September. Also da gilt es bis dahin vielleicht noch das ein oder andere abzuschließen. Ich bin sehr gespannt, was Rois Karten dazu sagen. Ja, liebe Löwegeborenen und Ihnen, der Weise zeigt genau das, was Kirsten gerade erklärt hat. Diese Ruhe, diese in sich Zurückgezogenheit, vielleicht auch mal die Bühne verlassend, um in sich zu erfahren, welche Kräfte, wir sehen es hier dargestellt durch einen brennenden Busch oder aber auch durch diese wunderschönen fließenden Gewässer, mir kommt da gleich Glastonbury in den Sinn, hier vorhanden sind und natürlich durch dieses weiße Kaninchen, das wir hier auch haben. Ja, das zeigt mir für euch, liebe Löwegeborenen, zieht euch mal ein bisschen zurück, nutzt die Zeit, um in euch neue Kräfte zu bündeln, um für andere da zu sein. Ja, ich finde das total schön, wie dieses Feuer da unter seinem Umhang so entsteht. Es ist eine sehr löwische Energie, obwohl es im Winter ist, obwohl es ein alter Mann ist. Was denn? Unten ist ein Schmetterling. Und da Transformation. unten ist auch so ein Hase. Guck Ja, den mal. Hasen habe ich schon erwähnt, aber den Dann Schmetterling. habe ich gerade nicht zugehört. Es tut mir Ja, leid. weiß ich ja. Ja, also es gibt, obwohl es Winter ist, entsteht hier eigentlich gerade Frühling. Also haben wir eigentlich gerade so diese Übergangszeit. Das hast du alles gerade gesagt? Ja. Ja, gut. Aber ist es nicht gut zu wissen, dass wir beide dasselbe sagen, wenn wir Nicht einander. zu. Ja, altes Ehepaar. Ja, und ne, das, liebe Löwegeborenen, waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Erfolg. Oh Gott. Nicht wissen, wo du warst. Ich habe gerade die Wäsche gewaschen. Und auf die Ecke. Apropos Wäsche waschen, wir sind bei der Jungfrau angelangt, die ja das Zeichen der Ordnung ist und die alles schön und reinlich hält. Und das meine ich wirklich im allerpositivsten Sinne, weil wenn wir keine Jungfrau-Energie hätten, dann würden wir alle immer nur chaotisch, jeder und jedes ihr eigenes Ding machen. Die Jungfrau verbindet, die Jungfrau vernetzt, die Jungfrau sorgt dafür, dass wir
einen Körper haben, mit dem wir gut durchs Leben kommen. Und liebe Jungfrauen, was gibt es für euch Wichtiges zu sagen? Euer Herrscher Merkur bleibt rückläufig im Stier. Für euch ist das überhaupt nicht so anstrengend wie für die Zwillinge, sondern wirklich sehr konstruktiv. Ihr habt Zeit, nochmal über Dinge nachzudenken, bevor ihr dann ab Mitte Mai auch Gas geben solltet, dürft oder sonst etwas. Und ich denke, dass ihr eine gute Chance habt, in der kommenden Woche viele Dinge abzuarbeiten, die lange liegen geblieben sind. Saturn bildet ja ein Trigon zur Venus am 13.05. Da habe ich jetzt bei den Krebsen, wie mir gerade einfällt, nichts dazu gesagt. Gerade das Thema Altes loslassen, Dinge manifestieren, die mir gut tun, sind besonders wichtig für die Krebse. Aber das haben wir eigentlich in der Karte auch ausgedrückt. Auch für euch, liebe Jungfrauen, ist das ein Thema, denn Saturn läuft ja durch euer Gegenzeichen, die Fische. Es könnte sein, dass von außen etwas an euch herangetragen wird, was euch dazu zwingt, Stellung zu beziehen und Entscheidungen zu treffen für euch und nicht unbedingt für andere. Rui hat ja auch eine schöne Karte und die drehen wir jetzt mal um. Die Musik löst Husten bereits. Ja, liebe Jungfrau Geborenen, die Karte 18 heißt hier mal Illusion. Nicht minder aber zeigt sie, was Sache ist. Sie zeigt unsere Chancen, die wir haben, wenn wir uns erlauben aufzubrechen. Sie zeigt unsere Emotionen, die wir durchleben dürfen, durchleben müssen. Denn nur so kommen unsere Emotionen weg von scheinbar Geschütztem hin zu unserer Spiritualität, hin zu unserer Inkarnation, hin zum Neugeborenen. Und wenn sich der Krebs erlaubt, durch unsere vielleicht auch alten Ansätze und Glaubenssätze durchzuwursteln und durchzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, emotional, dann kann für die Jungfrau, glaube ich, die nächsten Tage sehr, sehr bereichernd werden. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um alte Glaubenssätze zu begraben. Haben wir jetzt aber immer wieder in die Karten gehabt. Mhm. Ne? Aber hier sieht man es extremer. Mhm. Ja. Und gefällt mir gut. Das passt auch sehr schön zu dieser Saturn-Venus, zu diesem Trigon. Also wirklich loslassen, was eigentlich eine Illusion ist. Auch wenn es eigentlich sehr in Blautönen gehalten ist, erinnert es mich an Crowley. Ja, die Nuit, ne? Ja. Aber die ist eigentlich auf dem Ion bei Crowley. Ja, aber es erinnert mich so, du musst eben... Obwohl auf dem Mond ist sie ja auch gesehen. Ja, du musst dort durch. Ne? Mhm. Ja, ist eine spannende Karte. Gefällt mir wirklich auch sehr, sehr gut. Ja, bis jetzt, also wirklich Hut ab. Schade, dass wir dieses Deck so irgendwie stiefmütterlich behandeln. Wunderschöne Bilder, sehr, sehr bereichernd besetzt. Gefallen mir gut. Liebe Jungfrau Geborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Und schon sind wir bei der lieben Waage angelangt. Liebe Waage, Jupiter weiter in eurem Gegenzeichen Widder. Ansonsten habt ihr eigentlich Ruhe. Es ist natürlich interessant für euch, dass Venus, eure Herrscherin, in den Krebs wechselt. Der Krebs ist ein kardinales Zeichen wie ihr. Und auch da haben wir wieder das Thema, das, was wir wollen, muss nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was man oder was du bekommst.
und es wäre klug, das zu nehmen, was erreichbar ist und nicht so sehr das, was man unbedingt haben will. Ich finde, wir haben hier wirklich sehr oft das Thema Fixierung auf etwas, was vielleicht unerreichbar ist. Wenn jetzt Venus und Saturn am 13.05. ein Trigon bilden, ist das für euch, liebe Wagen, auch sehr interessant, denn es ist eure Herrscherin, die da ins Trigon mit Saturn geht. Und Saturn ist euch eigentlich immer sehr wohlgesonnen. Er sorgt dafür, dass ihr besser Entscheidungen trefft und nicht so hin und her wobbelt, wie man das als Waage manchmal tut, in den Entscheidungen vor allem. Und von daher, streicht euch doch mal diesen Tag im Kalender an und schaut, ob ihr da fähig seid, etwas umzusetzen, wo ihr lange mit gehadert habt. Das wäre ein guter Zeitpunkt für euch. Und haltet eure Selbstliebe hoch. Und Rui wird uns nun die Karte zeigen, um die es dabei geht. Vier der Kessel, vier der Kelche. Und diese Karte zeigt uns an, dass man Emotionen auf viele Art und Weisen ablehnen kann. Und wenn ich ablehne, weil ich schon ein Übermaß habe, dann ist es bestens hier dargestellt. Nämlich, die Person kann diese Emotion der Weiblichkeit gar nicht mehr annehmen. Er verweigert sich. Das kann auch Thema für euch, liebe Waagegeborenen, sein, dass ihr euch verweigert, was euch emotional angeboten wird. Warum ihr das tut, tut nichts zur Sache. Wichtig ist, dass ihr für euch wisst, wann es für euch genug ist. Ich verstehe dieses Bild nicht ganz, was da dargestellt wird. Also da ist eine Frau, die was in seinen Kessel gießt, während er schläft? Ja, oder er schon trunken ist und deswegen auch nichts mehr annimmt. Also im Prinzip haben wir hier eine gleiche Darstellung wie bei den Vierterkarten bei Wade, wo auch eine Ablehnung von Emotion ist, nur auf einer anderen Ebene. Ja, okay. Hier ist er schon vielleicht durch einen langen Tag müde. Vielleicht ist hier auch keine Möglichkeit mehr da, dass er diese Emotion versteht, die sie ihm geben würde. Ein älterer Mann liegt im Schlaf. In der linken hält er einen Kessel. Hinter ihm steht eine rothaarige Frau und stützt mit zartem Griff einen Kessel, aus dem Wasser in das von dem Mann gehaltene Gefäß fließt. Dieses Wasser bildet Strudel im Uhrzeigerrichtung und repräsentiert Hilfe und Führung. Die Frau verkörpert in den Farben ihres Kleides und ihrer Haare alle Elemente. Sie ist folglich eine mit großer Macht ausgestattete Person. Das Gelb ihrer einfachen Krone steht für Luft. Das Grün ihres Gewandes für Erde. Das warme Rot ihrer Haare weist auf das Feuer hin und das Blau des Kleides auf Wasser. Der dritte Kessel steht auf einem mit einem Tuch bedeckten Tisch hinter dem Schläfer. Der vierte steht im Vordergrund und ist mit Wasser gefüllt. Daran und an dem überwiegend blauen Gewand des Mannes ist zu erkennen, dass das beherrschende Element dieser Karte Wasser ist. Tja, ein Angebot echter Hilfe von machtvoller Seite. Ein neuer Zugang zu alten Problemen. Hast du alles ja, sehr schön gesagt. Das waren unsere Worte. Nein, ich sage ja gar nicht, also ich finde die Karte schwierig. Mir ist sie sofort, ich habe da sofort die Person wahrgenommen, die wir sonst bei Wade kennen, die unterm Baum sitzt, der ablehnt, der den vierten Kelch gar nicht annehmen will, der aus dem oberen kommt
Und für mich ist diese Person auch so eine, wie eine Fee, weißt du? Du schlummerst wo, du, vielleicht bist du betrunken, keine Ahnung, ist ja auch nicht so wichtig. Und diese Fee erscheint dir und sie will dir Gutes tun. Und du kannst das gar nicht annehmen, weil du gar nicht wahrnimmst, dass sie da ist. Ja, finde ich cool. Also danke, dass du das so interpretierst. Ich Also finde waren ich wir gut, sofort finde ich bing. gut. Ja, mir nicht. Also super interessante Karte. Nehmt Hilfe an, nehmt Saturns Hilfe an. Dies waren unsere Worte für euch, liebe Waagegeborenen. Yes. Brauchst du eine Trinkpause? Dann wäre jetzt der richtige Moment. Ja, dann hoch die Tassen. Wo bist du denn eigentlich gerade? Wo ich bin. Ja. Ich mache eine wunderschöne Fahrt. Und zwar versuche ich den Söder Markus mit Tarotkarten auf den richtigen Weg zu bringen. Nee, Spaß beiseite. Ich bin in München. Ich besuche Familien. Ich mache ein bisschen schon Erkundungstour für unsere Mitgliederversammlung. Und es wird toll. Wir haben auch noch einige neue Anmeldungen bekommen. Also ich denke, es wird tatsächlich recht voll werden auf der Mitgliederversammlung. Und ich bin schon echt sehr gespannt, wie das alles wird. Ich bin übrigens auch nicht zu Hause. Ich hatte das ja gesagt. Ich sitze gerade in der Oper und lausche den Klängen von Richard Wagner und bin Da, da, sehr gespannt, wie da, die Inszenierung da, ist. da, Nein, das ist das falsche Stück. ding, Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich bin im Tannhäuser. Ah, Und mal schauen, ob ich in was, Tannhäuser. ja, ob ich was zu berichten habe, wenn ich wiederkehre. Gut, ich denke, Du wirst was zu berichten haben, wenn du wiederkehrst. wir machen jetzt einfach mal weiter, weil es gibt noch einiges zu tun. Und zwar ist der Skorpion nun an der Reihe. Und liebe Skorpione, ich hoffe, ihr habt euch tatsächlich von dieser Vollmondfinsternis erholt. Das gibt's doch nicht. Ich habe es doch festgestellt. Wir haben festgestellt, dass es nicht fest ist. Das war eben auch, als ich die Vollmondfinsternis erwähnt Ah, habe. die Vollmondfinsternis will Das nicht erwähnt will mir werden. irgendwas sagen. Ja, Aber erwähne es nicht mehr. ich werde das jetzt hier. Fussel nicht so rum. Bleib bei dir. Das könnte jetzt Fixiere es. der Karre sagen. Nee, der Kari würde das nicht sagen. Okay. Also, ich habe es jetzt nochmal verändert Extra und hoffe, dass es angeklickt. nun gut ist. So, also Vollmondfinsternis. Ihr erholt euch, ne? Und gleichzeitig ist es für euch doch etwas herausfordernd, dass so viel im Stier passiert. Uranus, Merkur, die Sonne. Für euch bedeutet das, dass ihr sehr viel Input von außen bekommt, dem ihr euch stellen müsst. Und auch das kann dazu führen, dass ihr in dieser Woche Entscheidungen treffen dürft, die manchmal etwas anstrengender sind, die ihr auch erkannt habt, dass sie notwendig sind, als ihr den Vollmond am Freitag erlebt habt. Das ist eigentlich so das, was ich euch astrologisch mitgeben kann. Rui hat ja bereits eine Karte bereitgelegt und nach altbewährter, traditioneller Manier kannst du sie nun enthüllen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass jetzt die Sonne über der Sahara aufgeht. Und dann kommen ein paar Kamele auf einer Sanddüne. Nehmen wir es nicht beim Skorpion. Ne? Liebe Skorpiongeborene, drei der Pentagramme, drei der Münzen und eine ganz andere Darstellung, als wie wir sie sonst aus den Traditionen Weltkarten kennen, wo wir diese drei der Münzen als Fragmente eines Torbogens oder Fenstersims haben. Und hier haben wir den Denker, den Architekten, den vielleicht auch den Steinmetz, der Meister, der mal wahrnimmt, wie diese Münzen auszusehen haben. Und das kann, nachdem ihr so viel Power in den letzten Tagen hattet, aufgrund des Einflusses des Mondes, vielleicht bekommt ihr jetzt die Hinweise, die euch helfen, Neues zu kreieren.
Und ich würde mich nicht verwundern, wenn die Impulse, die ihr jetzt bekommt, euch zu neuem Wegen führen. Weg von alteingetretenen hin zu eurem neuen Erdelement. Ja, ich finde, es passt sehr gut zu dem rückläufigen Merkur, der ja durch euer Gegenzeichen reist. Und ihr seid einfach offensichtlich in einer Planungsphase, inspiriert vom Vollmond, inspiriert von der Mondfinsternis und bereitet euch auf spannende Zeiten vor, die in ungefähr einem halben Jahr für euch anbrechen werden. Denn dann ist Skorpionzeit. Und mit diesen Aussichten wünschen wir allen Skorpiongeborenen eine wunderschöne Woche, denn dies waren unsere Worte für euch. Liebe Schützen, für euch sind die letzten Tage eures Herrschers Jupiter im Widder angesagt. Holt daraus, was ihr rausholen könnt. Das müsst ihr nicht, indem ihr wild durch die Gegend springt und eure Energie in irgendeiner Weise verbraucht, sondern lasst das letzte Jahr noch einmal an euch vorbeiziehen. Vor allem, was seit dem Sommer in eurem Leben passiert ist, was mit dem Thema Sinnhaftigkeit, mit Glauben und mit Zuversicht zu tun hat. Was ist eure Vision? Wo möchtet ihr stehen, wenn in ja, etwas länger als einem halben Jahr eure Geburtstagszeit anbricht? Was müsst ihr dafür tun, damit das gelebt werden kann, was ihr euch ersehnt? Das sind Fragen, die ihr euch jetzt besonders gut stellen könnt in der kommenden Woche, wenn Merkur auch noch rückläufig ist. Und Rohe gibt euch jetzt auch noch eine Karte zur Inspiration. Altes zum Ende zu bringen, Neues zuzulassen, war ja schon mehrmals Thema. Und wenn wir uns als Schützegeborenen diese Erlaubnis geben, dann können wir, auch wenn wir in die Vergangenheit gewandt sind, wunderbar in die Zukunft gehen. Denn auch wenn der Tod seiner Sense hier sehr dominierend ist, so haben wir hier mehrere Hinweise, die uns in die Zukunft bringen. Wir haben dieses ja unschuldige Kindlein im Vordergrund, wir haben diese wunderschönen Pflanzen und wir haben mit der Eule und dem Reiher auch Tiere, die uns darauf hinweisen, dass es immer eine Zukunft gibt. Aber wir haben wieder ganz toll den Schmetterling unterhalb des verschatteten Todes. Und von daher gesehen finde ich, diese Karte ist wunderbar stimmig für das, was du einleitend gesagt hast zum Schützen. Und ich finde, das stimmt perfekt. Besser darstellen geht nicht. Ich finde auch, dass das sehr gut passt und ich hoffe, dass ihr da draußen immer fleißig Kommentare schreibt, während wir hier in der Stille sind. Wir werden uns das alles ansehen, Ja, ja, und und aufschreiben. überprüfen und Ja. aufschreiben, wer was geschrieben Ja, hat. hast was zu tun. Genau, das wird sehr lustig. Und ich finde es eigentlich ganz schön, die Leute mal ein bisschen selbst nachdenken zu lassen, bevor man selbst was sagt. Das ist eine nette Art, die Community einzubinden, mitzumachen. Und wenn es für dich in Ordnung ist, dann waren dies unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Schützengeborenen. Hier wird viel mit Krafttieren gearbeitet in dem Ja. Deck, ne? Echt schön. In der großen Arkana auf alle Fälle. Ja, die Steinböcke kommen dran. Und liebe Steinböcke, bei euch war ja so ein bisschen Ruhe eingekehrt, nachdem Pluto euer Zeichen verlassen hat. Damit meine ich nicht, dass euer Leben unbedingt ruhiger geworden ist, aber es waren nicht so viele Anstrengungen zu überwinden, sondern es war die Chance da, so ein bisschen mal all das
zu sortieren, was so in den letzten Jahren aufgelaufen ist und euch so ein bisschen zu sammeln. Nun ist Pluto leider wieder rückläufig geworden. Er ist noch im Wassermann, aber er wird demnächst wieder in euer Zeichen rollen. Und da kann es sein, dass ihr wieder ein wenig unter Druck kommt. Gut in diesem Zusammenhang ist für euch, dass Saturn, euer Herrscher, am Sonnabend mit Venus ein sehr schönes Trigon eingeht. Gerade für euch gilt es auch, die Selbstliebe hochzuhalten, zu sagen, das mache ich, das mache ich nicht. Steinbock first ist die Wiese für euch gerade. Und ich bin gespannt, welche Karte Rohe für euch gezogen hat und ob die das widerspiegelt, was ich gerade gesagt habe. Liebe Steinbock-Geborene, hier kommt die Karte. Liebe Steinbock-Geborenen, es gibt viel zu sehen auf dieser Karte und die zeigt euch auch sehr, sehr viel. Wir sehen zum einen den König, den Herrschenden, wir sehen den Wanderer, also den Sesshaften und der unterwegs ist und als Zwischenstück dazwischen den Narren, der eigentlich beide verbindet. Im Kreis der auch ein Oropos ist, den Kopf sieht man unten, da haben wir eine Form der Jungfrau, aber auch eine Eule, die darauf zielt, auch auf unsere Weisheit zu hören. Und wir sehen den Reitenden, wenn nicht sogar den Ritter, der sich in einer Jagdszene zeigt, um sein Reich, seinen Wald zu bewirtschaften. Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass das Kornähren sind auf der rechten Seite, die auch darauf hinweisen, auf Wachstum auf Land. Wir sehen aber auch im Hintergrund die Burg, die Befestigte, die Status, aber auch gleichzeitig Schutz bietet und daneben eine Waldwiesenlandschaft. Also Hinweis auf den Bauern, den wir dort auf dem Feld pflügen sehen, aber auch der Bauer, der ja aktiv ist, aber auch das Schloss, das fix ist. Also ich finde, das ist ein guter Zusammenschluss für das Rad des Schicksals, das uns immer wieder darauf hinweist, alles ist im Fluss, alles ist unterwegs. Also dargestellt wird hier die Erdmutter, steht in dem Buch. Mhm. Und die Erdmutter hält Ähren in der Hand als Symbol des Lebens und der Fruchtbarkeit, so wie du auch gesagt hast. Aber die Eule und die Nacht hat auch die Impulse, dass es in die Dunkelheit immer wieder geht. Okay. Weisheit wird dadurch auch angesprochen. Und dass es vielleicht auch weise ist, wirklich sich den Zyklen des Lebens hinzugeben. Ich finde, das passt sehr schön zu dieser Pluto-Stier-Opposition, die wir ja auch in einer gewissen Weise haben. Und da Pluto halt gerade so stark mit dem Steinbock nochmal arbeitet. Ja, kriegt ihr jetzt vielleicht, wenn Pluto in euer Zeichen zurückgeht, die Chance, euer Rad so zu drehen, dass es dann richtig gut passt, wenn Pluto im Januar endgültig aus eurem Zeichen verschwindet. So schnell erleben wir Pluto dann nicht mehr im Steinbock, da müssen wir so um die 240 Jahre warten. Liebe Steinbock-Geborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Huch! Da passierte gerade was Komisches, aber egal. Der Wassermann kommt an die Reihe und wenn der Wassermann drankommt, da darf auch mal was Komisches sein. Denn ihr seid ja berühmt dafür, dass ihr nicht brechenbar seid, liebe Wassermänner. Ja, ihr seid vielleicht gerade ein bisschen angestrengt, denn Pluto, der sich ja seit Anfang März in euer Zeichen, an Ende März in euer Zeichen bewegt hat, der
ist jetzt rückläufig, hält euch ein wenig zurück, während Uranus, euer Planet, im Stier weiter und weiter und weiter möchte. Und das kann natürlich auch so eine Stop-and-Go-Energie hervorrufen, wie ich sie schon für den Stier beschrieben habe. Ich habe das jetzt schon öfter gesagt, es ist wirklich für euch gerade eine Zeit, die etwas anstrengender ist. Aber wenn Pluto dann im Steinbock ist, dann habt ihr auch noch mal eine Weile wieder Ruhe bis Mitte Januar. Ihr könnt durchatmen, euch genau überlegen, was ihr alles noch so braucht und geht es einfach langsam an. Das sagt die Astrologie. Was die Karten sagen, das werden wir nun herausfinden. Ja, liebe Wassermänner und Frauen, diese Kombination hatten wir schon mal bei den Vier der Stäbe. Mhm. Aber jetzt hat sich die Kombination gedreht. Wir haben eine andere Darstellung. Wir haben vermutlich auch ganz andere Formen der Herrschaft. Wir sehen hier eher Adel. Liege, ne? Ich könnte mir vorstellen, da ist der männliche Darsteller gekrönt und das Kind erlaubt sich, einen der Kessel schon in der Hand zu haben, um ihn gegebenenfalls zu leeren. Und auch beide Elternteile haben bereits Kessel in der Hand und Wasser sehen wir auch im Hintergrund fließen. Und für euch, liebe Wassermänner, ist es mal wieder Thema, eure Kreativität rauszuhauen, mal wieder eure Emotionalität rauszuhauen und mal wieder richtig auf den Putz zu klopfen, denn mit den Zehen der Kelche ist immer ein schöner Fall des emotionalen Viel da. Und dieses emotionale Viel dürft ihr die kommenden Tage leben. Ja, ich bin immer noch so am Überlegen, was das alles so für den Wassermann bedeutet. Der Saturn ist aus eurem Zeichen raus seit März. Pluto ist rein und es hat für mich so ein bisschen was, dass ihr einfach auch grundlegend in eurem Leben aufräumen dürft, damit ihr in euer neues Zeitalter kommen werdet. Denn das beginnt ab Januar for real. Also alles, was jetzt gerade im April passiert ist, was vielleicht auch mit Familien Themen zu tun hat oder so. Das gilt es jetzt anzugehen und umzusetzen und wirklich auch so, für mich, das ist ja auch immer die Community-Karte, die Menschen zu finden, mit denen ihr euer persönliches Wassermann-Zeiter einläuten wollt. Also das empfinde ich, wenn ich diese Karte betrachte. Also so voll Emotion. Ja. Voll Emotion. Und das ist ja auch etwas, was der Wassermann gern lernen darf. Ne? Ja. In diesem Sinn, liebe Wassermann-Geborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Ja, heute enden wir nicht mit den Fischen. Der Widder musste ja lange warten. Aber bevor der Widder nun endlich seinen Orakel bekommt, sind natürlich die Fische dran. Und wir erwarten von euch natürlich nur gute Kommentare. Zu guter Karten. Für euch, liebe Fische, ist es auch sehr spannend, dass wir dieses Saturn-Venus-Trigon am Sonnabend haben. Denn Saturn läuft ja durch euer Zeichen, wie auch Neptun durch euer Zeichen läuft. Und gerade für euch, die ihr so ein besonders verträumtes, sehnsüchtiges Zeichen seid, könnten hier Nägel mit Köpfen entstehen. Vielleicht schafft ihr es aus eigenem Antrieb zu sagen, das will ich, das mache ich jetzt. Vielleicht werdet ihr aber auch von außen gezwungen. Und dann könnte es sehr gut sein, dass ihr zu eurem Besten gezwungen werdet, weil das, was immer sich auch da manifestiert an diesem Wochenende, dafür da ist, eure Selbstliebe zu stärken und euch ja zu einem glücklicheren und vielleicht auch verantwortungsvolleren Menschen zu machen. Ich bin sehr gespannt, welche gute Karte du für die
Fische bereithältst. Also wir haben nur gute Karten nur. Eigentlich. Liebe Fischegeborene, ihr habt euch eine gute Karte gewünscht, ihr habt eine bekommen. Mit dem König der Kessel, ja, mit dem König der Kelche habt ihr einen Herrscher über das Wasser erhalten. Und dieser Herrscher über das Wasser bringt uns, bringt euch, bringt Emotionen noch mehr zum Wallen. Und wir sehen ihn hier mit seinem heiligen Gral, mit seinem Trinkbecher und der König im wunderschönen Nerzmantel gehüllt mit den Fischerinsignien auf den Unterarm, finde ich nett gemacht, mit der Herrscherkrone auf, also Emotion pur. Und wir sehen es auch im Hintergrund mit diesen blauen Pflanzen, die uns da die Chance eröffnen, noch mehr Emotion in unser Leben zu bringen. Ich glaube, wir hatten die Karte auch in der letzten Woche. Ja. Mir ist so. Ja, auf jeden Fall ist. Für die Fische? Auf jeden Fall ist der König der Kelche sowieso eine totale Fischekarte. Ich glaube, er ist sogar den Fischen zugeordnet. Und total schön, wie er da so sitzt mit seiner, man denkt fast Teetasse. Ne? Ja. Und so die Entscheidung. Man merkt richtig, wie er dabei ist, zu reflektieren und dann mit dem Ausatmen des Wassers, ne? Ja, es zu verändern. Finde ich sehr, sehr schön. Und passt auch wunderbar zu dieser Energie. Ich weiß als Fisch alles, was ich habe und ich kann es repräsentieren und muss aber dabei gar keine macho-mäßigen Allüren bringen. Ja. Liebe Fischegeborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Ganz geduldig haben sie gewartet. Ja. Liebe Widder, es tut uns leid, dass ihr warten musstet, aber wir wollen in dieser immer wassermännischer werdenden Welt auch etwas Gerechtigkeit schaffen. Und da sind die Geburtstagskinder halt die, die drankommen. So sieht's aus. Und was ist für euch zu sagen? Ja, tatsächlich ist ja auch die Energie bei euch so ein bisschen raus. Ne? Ihr hattet jetzt wirklich sehr, 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 sehr viel Feuer. Ihr seid sicher auch ein bisschen erschöpft von all dem, was da auf euch eingeprasselt ist oder was ihr euch selbst zugemutet habt. Und nun ist die kommende Woche ideal, um euch etwas auszuruhen. Und gleichzeitig, das habe ich euch auch schon letzte Woche gesagt, denkt bitte daran, jetzt ein Resümee zu ziehen über das, was ihr im letzten Jahr alles erreicht habt, was eure Ziele waren, was ihr davon umsetzen konntet. Und vielleicht könnt ihr euch auch vornehmen, jetzt für das Lebensjahr, in das ihr jetzt ja immer mehr startet, etwas Neues ins Repertoire aufzunehmen, was euch in den nächsten 12 Jahren Wachstum und Lebenssinn bringen wird. Roy hat eine Karte, die er euch jetzt zeigt. Liebe Wiedergeborenen, Kirsten hat schon erwähnt, bis anhin hattet ihr viel Feuer und langsam dimmt ihr euch runter. Mit 2 der Stäbe seid ihr schon in einer annehmbaren Aufbruchssituation hin zu eurer Ruhe, wenn ihr das könnt, wenn ihr das wollt. Denn man sieht auch hier, wie sich die Person auf der Karte
bemüht, auf diesen zwei der Stäben seinen Weg zu finden. Und wenn ihr euch genügend anstrengt, und ich weiß, das kriegt ihr hin, liebe Wiedergeborenen, dann bewegt ihr euch auch auf dieser Fortbewegungsart wunderbar in eure Zukunft. Ich finde, dass die Schuhe fast aussehen wie die zwei Widderhörner. Und lustigerweise ist die Karte auch Mars im Widder zugeordnet. Also diese Aufbruchsstimmung spricht hier wirklich sehr stark und passt super zu dem, was ich gerade gesagt habe, wie ich finde. Eine sehr interessante Interpretation der Karte, die auch so ein bisschen den Schalk rauslässt. Und ja, ich muss sagen, dieses Deck spricht mich wirklich an. Also es macht Spaß, durch diese Karten zu reisen. Ja, und ich finde, es passt wunderbar in die Energie der Wiedergeborenen. Und dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Ihr wisst, was nun kommt. Zum Ende dieser Session kriegt ihr nochmal die Quintessenz, die ihr sicher schon selbst ausgerechnet habt, weil wir sind hier ja interaktiv unterwegs. Falls nicht, machen wir das jetzt schnell gemeinsam. Lieber Roy, erzähl mir mal. Gut, wir hatten die 2. Ja. Wir hatten die 0. Ja. Wir hatten die 10. Ja. Wir hatten die 4. 16. Wir hatten die 5. 21. Wir hatten die 10. Harte Schicksals. 31. Wir hatten den Tod mit 13. 44. Wir hatten das 3 Pentagramme. Moment. 47. Wir hatten die 4 der Kessel. 51. Wir hatten den Mond mit 18. Oh. 51. Ich habe hier was vertippt, mich. 69. Wir hatten den Weisen mit 9. 78. Und wir hatten die Stärke mit 8. 86. Ach, das ist ja schön. Ihr interaktivt hier 86. Schon mal die Karte rein. Ne? Wir sind bei der 14. Die 14 ist ja eine wirklich schöne Karte, die viele Menschen gerne ziehen. Andere wiederum nicht. Also ich habe sie nicht. Du musst sie nur haben. Bei mir sein. Du hättest mir auch ein paar mehr Karten geben können. Ja, 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 ja. Das ist der Magier. Nee, ich glaube, du musst sie. Ich habe sie übersehen. Das ist die richtige Formulierung. Das ist mal ein neuer Ansatz. Wir wollten ja uns in neuen Ansätzen üben. Ja. Ich habe sie aber auch nicht. Tja. Ist das die 14? Könnte die 14 sein. Ach, wo kann sie nur gewesen sein? Komm nach der 13. Die 14. Ja, die spielt für mich darauf an, dass die 14 auch gerne mit dem Seelenführer in Verbindung gebracht wird. Ne? Auf der 13 sehen wir den Tod und auf der 14 jetzt scheint jemand Führung zu bekommen. Ich mache mal etwas, weil es wunderbar passt und stimmig ist. Wir hatten ja hier das Ende, ne? Mhm. Mit dem 13. Wir hatten hier die Führung mit der 14. Mhm. Und hier haben wir die Versuchung mit der 15. Mhm. Ja? Und wir haben hier eigentlich so diese Führung, die bringt uns zu unserem höheren Selbst. Mhm. Ja, finde ich cool. Cool, ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gut gemacht. Ja, sehr gut. Ja, also für mich zeigt es auch, es geht darum, in Balance zu bleiben und genau diese Loslassprozesse, sich darin zu üben und gleichzeitig nicht wieder in Sehnsüchte zu verfallen. Da, ich kann mich nur wiederholen, dass Venus-Saturn-Trigon hilft uns sehr dabei. Und ich glaube, es wird eine ruhige, aber sehr intensive und spannende Woche. Also mit Gefühlen sehr extreme Woche. Ja. Willst du was sagen? Nein. Vielen Dank da draußen, dass ihr dabei wart.
Kirsten, wieder mal danke für deine Technik, dass das so gut geklappt hat. Wenn ihr uns ein Like da lasst, freuen wir uns. Wenn ihr uns besucht auf all unseren anderen Sendungen, freuen wir uns auch. Dienstag, Montag machst du schon wieder ein Mittags-Special. Mhm, morgen. Und am Dienstag gibt es wieder Nachtgedanken. Ja, und sonst gibt es von Montag bis Sonntag die gefühlten Tagesimpulse von Christopher. Und seid neugierig, es wird bald was Spezielles mit unserer Lady of Spirit geben. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich bin da ja gar nicht involviert. Ich höre das immer nur am Rande. Aber für heute haben wir genug getratscht. Wir haben heute noch ein bisschen was zu tun, ihr auch. Und wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Wir freuen uns schon sehr auf euch. Danke für euer Dabeisein und vergesst bitte nie, never give up. Indeed.